Das wird sehr laut. Ich will den Typ nicht niederschlagen. Andererseits, wenn wir jetzt tatsächlich da rausklettern und dann in dem anderen Zimmer da drüben landen, wie kommen wir dann darüber, ohne dass er uns sieht? This is Gracie, dude. Don't freak out. Just get out. Keine Tiefenwahrnehmung, ne? Schön langsam. Don't think. Just keep going. Nicht zu schnell, immer schön langsam, Schritt für Schritt. Holy shit. Oh. Take a breath, dude. Way too close. Time to get my shit from the staff room. Okay. Guard is sleeping. This is your big chance, dude. That's Finn. Finn? No oh, krass. Way. What is he doing here? Nee. Mit Finn sind wir fertig. Wegen ihm ist der ganze Scheiß überhaupt erst passiert.
Ist ja nicht so, als können da nicht auch zu Fuß flüchten. Einen Schluck trinken. Tiefenwahrnehmung. Und er muss seinen Kopf viel weiter nach links drehen, um links Zeug zu sehen. Das kann nicht gut ausgehen. Einfach schon die vorletzte Episode. Life is Strange 2, Episode 4. Faith, oder auch Glaube. Ob das mal mit diesem Jacob zu tun hat, weil er in so einer gläubigen Kommune lebt? Nevada. Eine Straße, nix drumrum. Das hatten wir auch schon in dem Trailer gesehen. Ob wir Daniel die ganze Episode über hinterherjagen und ihn aber nicht finden, oder ob wir ihn jetzt direkt am Anfang gleich wieder finden und dann irgendwas Doofes passiert oder keine Ahnung. Laila, so heißt die Freundin von ihm. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen.
guess this is my room for the night. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Da war das Hospital. Kalifornien, Nevada. Da war Humboldt. Oder ist es was anderes? Ein anderes Humboldt. Warum sollten die so weit hier rüber gekommen sein? Also ins Krankenhaus. Fuck. My eyes itchy. I should probably clean it before I doze off. Nur so sind diese Hitze hier gehört, dass ich nicht sehen kann. Ja. Ich würde sagen, was ist das hier? Ganzen medizinischen Scheiß brauche ich jetzt. Ja. Haben noch $17. Hab mich aus dem Fenster aus dem Krankenhaus geschlichen. War nicht einfach mit nur einem Auge. Mir war nicht klar, wie fluchthoch es war. Es hat geholfen. Vielleicht hat's geholfen. Scheiße. Ich bin so nicht fit genug für diesen Trip. Die Kopfschmerzen bringen mich um. Kein Bargeld, gar nichts. Werde von vielen Geistern verfolgt. Aber ich muss mich auf das Wichtigste konzentrieren. Nevada erreichen, Daniel finden. Es ist so schwer zu fahren. Es ist beschissen. Es ist ein beschissenes Wunder, dass ich noch keinen Unfall gebaut habe. Ich muss bald rechts ranfahren, um mich auszuruhen. Mit nur einem Auge im Dunkeln zu fahren, ist echt übel. Das würde sich sicher anfühlen, in einer mondlosen Nacht an einer Klippe entlang zu laufen. She seems nice. Sorry, I stole your car, guys. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Zu erledigen. 8. Mai. Ah, 8. Mai. Morgens Kind absetzen, dann Nachuntersuchung im Krankenhaus. Bis 13.30 Uhr Mittag mit meinem Göttergarten. Mrs. Scott's Röntgen, Bluttest, Kinder abholen, Nachtschicht. Ah, eine Ärztin oder so. Oh, come on. Did she interview everyone in that hospital? Or what? Zigaretten? Hey. Zigaretten, Tankanzeige, Kabel. Shit. It will never hold until Haven Point. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. What a mess. Floaters can now add Grand Theft Auto to my file. Auge reinigen. All right. Careful. Ich glaube echt, dass er das Auge verloren hat. Man. I should have listened to Joey. This is a mess. Leg dich doch auf die Rückbank.
Still with me, Sean? Yeah. Just zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got Ford Hot Wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Oh, please. You're the coolest dad. How could I be bummed? Excuse me. Where's my regular, emotionless son? I appreciate it. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? You know. Going okay, I guess. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. I just wanna try out new stuff. I mean, figure out what I like, what I want. You know? Yeah, I get it. You're young, you've got time to settle down. Maybe you will. Eventually. Ah. Could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. He's driving real slow and safe, like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean? Jen told me to say hi. Girl cannot wait to see you again. Oh, sounds like someone is still thinking about you. Yeah, I know. Seriously, though, how are you really doing? It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. But this is all part of growing up. I know. I don't like it. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God, I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way... Hey, wake up! Huh? Huh? What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh, man, I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Look, I'm leaving, okay? No you ain't. Step out or I'll call the cops. You don't want that, boy. Okay. I'm coming. Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. Das wird nicht gut ausgehen. I drove for so long. I had to pull over to get some rest, you know? I swear,
I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I got into an accident. Oh, yeah? Uh-huh. Move it. Huh. Please. I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh, yeah. Did you steal them? Like this car? Well, I lost my keys, and my friend helped me start it. You mean you hotwired it? Holy cow, fucking car thief, too. Take his backpack. Dude, come on. Get it. Let's see what he's holding. So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother. Leave it alone. Ganz also so rein emotional wäre ich natürlich hier, aber wir werden hundertprozentig verprügelt. Aber ich glaube, wir werden auch verprügeln, wenn wir nichts tun. Ich bin mir nicht sicher.